Okay, hey, yo, Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids Kingdom Battle. Und zwar die 35. Folge schon. Ich finde, das lässt sich sehen. 35 Folgen sind cool. Wir spielen sich auf 100%, klar, aber trotzdem mega, mega cool. Oh, da ist Spawny. Guten Tag. Oh, der wird von diesem Mega-Bug angezogen. Ist es ein Flugzeug? Nee. Ist es ein Vogel? Ist es ein Schraubokopter? Nein. Es ist Superichi. Nee, keine Ahnung, was ist das? Also doch, ich weiß es, klar, aber ich hab's ja schon gespielt. Nun, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wie bitte? Willst du andeuten, dass das unsere Schuld ist? Spawny und ich waren zusammen absolut glücklich. 5 Minuten mit euch und er wird gekidnappt. Und was wird mein Papa sagen, wenn er heimkommt und einen riesigen Energiedrachen in seiner Burg findet? Zum Glück ist er noch im Urlaub. Also, habt ihr Zeit, die Schlamassen zu beseitigen, das ihr angerichtet habt? Oh, das ist ja vermutlich wieder nur ein Foto von ihm neben einer blöden Statue oder einem alten Haufen Schrott. Ich habe beschlossen, heute früher nach Hause zu kommen. Bis bald, Papa. Oh nein! Dieser Drache macht Mousse aus meinem Paps. Und dann macht mein Paps Mousse aus mir. Was soll ich nur tun? Ihr müsst mir helfen. Oh, ich guck schon wieder in die falsche Richtung. Soll ich mich rüber? Ja, ich platziere mich mal rüber. So. So ist das auch schon besser. Oh, ein bisschen weit unten. Höher. So. Oh, so. Seufz. Achso, seufz. Nun, ob es uns gefällt oder nicht, er hat recht. Das Ding am Himmel hat mit jedem Rabbit, den wir besiegt haben, mehr an Kraft gewonnen. Wobei, ich kann es auch auf die andere Seite packen. Wait a moment. Nein, alles gut, ich lasse das jetzt drin. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass es jetzt halt auf der anderen Seite ist. Ist da was Wichtiges auf der Seite? Wir sehen es ja dann. Es hat jetzt einen Körper und es hat Spawny. Was wir auch tun, wir müssen es schnell tun, bevor es noch stärker wird. Ansonsten wird keine Macht im Pilzkönigreich mehr stark genug sein, es aufzuhalten. Ja, ich sitze direkt vorm Text. Egal. Kann ich hier die Kamera drehen? Nein, kann ich nicht. Okay, ich kann hier auch den Block nicht verschieben. Aber hier gibt es eine Chest, die nehme ich natürlich mit, klar. Ich sitze exakt immer vor dem Text. Es tut mir leid, dann gucke ich jetzt halt aus dem Bild raus. Ist das so schlimm für euch, dass ich immer nach... Ja, das sieht schon komisch aus. Ja. Wasserprobe, du hast deine neue Tarotkarte gefunden, sieh sie dir im Museum an. Mach ich. Spätestens, wenn die Bildschirme dann vertauscht sind. Ja, ich tausche die Bildschirme noch um, jetzt noch vor Samstag. Am Samstag fahren wir nämlich in den Urlaub. Und da wäre es dann schon gut, wenn die richtig wären. Dann tausche ich den guten Monitor, mache ich dann dahin. Dann gucke ich nämlich immer in diese Richtung und dann ist es auch gut so. Jetzt müsst ihr es halt noch ertragen, die nächsten Folgen. Wahrscheinlich auch sogar bis zum Ende des Let's Plays. Während ich mir gerade überlege, was ich noch Let's Playen könnte. Oh, da gibt es schon den ersten Kampf. Denn ich habe nämlich gerade nichts. Also doch, ich hätte Portal 2 zum Let's Playen. Ich hätte What the Golf, Donut County, Country, wie auch immer. Und Untitled Goose Game. Das Problem ist, Untitled Goose Game habe ich schon durchgespielt und kenne daher jedes Rätsel auswendig. Und ich weiß nicht, ob das spannend ist, sich das anzuschauen. What the Golf habe ich halbwegs durchgespielt. Ja. Ja. Ne, ich hab's noch nicht durch. Oh Gott, was denn hier? Oh, an den Kampf erinnere ich mich. Genau, hier geht's hier hinten hoch. Ja, 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 da brauchen wir Yoshi. Genau, weil Yoshi, der kann ultra auf Dash. Was ist denn das da für eine Versammlung? Okay. Wie wär's, wir machen einfach mal... Ne, Mario. Mario. Marius. Mach mal Kraftpaket an. Ich benutze das zwar nie, aber es kann ja nicht falsch sein. Jetzt baller da mal volle Kanne rein. Komm, erzähl einen Crit noch. Okay, ist okay, ist okay, ist okay. Rabbitus Peaches. Wir würden damit direkt 2 rausnehmen. Ja. Komm. Yes! 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 Also das...
Ich hab's auf Video, ja, ich kann's festhalten, dass ich ein Pro bin. Ah, auf den würde ich nicht schießen. Den treffe ich auch zu 0%. Nur ich würde sagen, ja, tschüss, gell, ich muss da mal weg. Mario, du stellst dich dann und schießt einfach mal auf die Valkyrie. Kraftpaket ist ja noch an. Vielleicht. Naja, auf keinen Fall. Söhne der Vanarchie. Das heißt unsere Waffe. Aha. Oh, yes. Saftig. Sehr schön. Mit Honig. Apropos saftig. Nee, ich habe keinen Saft. Was ich stattdessen habe, Leute. Wolvik-Wasser, was komplett weggemacht wird. Ich habe meinen Greenscreen jetzt auf eine bestimmte Farbe eingestellt. Und das so hoch gepusht, dass selbst wenn ich jetzt mal ein Licht ausmache, sich das nicht auswirkt. Oh, das sieht ja viel besser aus so. Wait a moment. Also so bin ich ziemlich überbelebbar, wenn ich das... Wartet. Ist die Lampe gerade umsonst hier? So sehe ich nicht ganz so überbelichtet. Ah, doch, wenn ich so... Klar. Aber so sehe ich nicht ganz so... Aber wobei doch, ich werfe hier Schatten, wenn ich nach unten gucke. Und das kann ich damit beseitigen. So, dass die Schatten hier weg sind. So. Es ist sehr... Och, Mann! Es kann doch nicht sein, dass die zwei Lampen rein... Brauche ich das vielleicht hier für irgendwas? Ne, ich werfe auch keinen Schatten hier hinten. Der Schatten wird ja von den zwei Softboxen weggemacht. Wartet mal. Also so bin ich ziemlich überbelichtet, ja. Wobei... Ach komm. Ja, das ist halt beim Zocken. Guck ich halt mehr nach unten. Guck ich mehr dahin. Und dann wirft es schon Schatten. Ich lasse es jetzt mal an und teste damit später, wie es mir besser gefällt. So, wir sollten jetzt mal loslegen. Beziehungsweise wir haben schon losgelegt. Wir sollten jetzt mal weitermachen. Ach ja, der kann ja nicht springen. Genau. Stellt er sich da hin, weil angreifen kann er jetzt nicht mehr? Was haben wir schon gemacht? Ja, ich gucke jetzt gerade die ganze Zeit drauf, ob ich das vielleicht auch doch ausmachen soll. Ach, ich weiß es nicht. Je nachdem. Was passiert eigentlich, wenn ich die ausmache? Dann ist Dead End. Weiß, wenn ich hier auf 50 mache. 20 geht auch noch? 50? Okay. Ich lasse mal auf 100. Boah, jetzt bin ich sehr überbelichtet. Wartet mal. Fokus. Ja, jetzt ist besser. Oh Gott. Das wird noch was, Leute. Ich sehe es kommen. Rabbit Peach. Ja, muss sich ein bisschen freier hinstellen. Außer. Sie schafft es mit dem Sprung hier rüber. Okay. Habe ich nichts gesehen. Boah, jetzt nervt mich das voll. Okay. Rabbit Peach auf jeden Fall, weil sie direkt neben der Valkyrie steht. Das Schild an. Und sonst würde ich sagen, mal gucken, was jetzt denn passiert. Da unten sind zwei Grobiane. Könnten wir auch halbwegs wegsmashen. Der kommt auch näher hingelaufen. Okay, aber nicht ganz so viel. Der saugt uns an. Gut blockiert. Dashen. Ich treffe den da hinten sowieso nicht. Dann nehme ich die Valkyrie raus mit Yoshi. Okay, es ist aber nicht sicher. Dann
Wobei, wenn ich drauf springe, ist sie dann tot. Auch nicht. Okay. Dann dash ich. Und springe mit Rabbit Yoshi hier hin. Und greif mal den Gookie Boo an. Ich glaube, das ist ganz gut so. Gut, der ist raus. Oder die Walküre. Je nachdem, ob es jetzt der, die oder das Walküre ist. Ich glaube, es ist eindeutig die Walküre, aber trotzdem. Ich weiß es nicht. Dashen. Sprung, was bist du hier vorne? Ein. Aha. Ja, dich smash ich weg. Apropos Smash. Ich hoffe, bis dieses Video kommt, habe ich da doch mal den Smash Bros. Den Smash Bros. Stream gemacht. Okay, Rabbit Peach, du musst doch den rausnehmen. Ach Mann, ich dachte, das wird klappen. Es gab halt schon lange keinen mehr. Was zurzeit ist, das ist jetzt gerade die Woche, wo diese ganzen Paper Mario Streams kamen. Wenn euch das Let's Play im Übrigen gefällt, dann könnt ihr gerne hier mal das Video liken, damit ich das sehe. Und auch gerne mal bei dem Paper Mario Let's Play vorbeischauen. Lohnt sich nicht? Lohnt sich auch nicht. Okay. Die laufen halt so langsam, gell? Ich weiß es nicht. Ja, bitte nicht schießen, bitte nicht schießen. Oh mein Gott, ja. Hätte sie jetzt auf Mario geschossen, wäre dieses Feuerding hochgegangen. Das wäre nicht so gut gewesen. Kann Yoshi da drauf schießen? Warte. Dashen. Dashen. Sprung. In diese Area. Und jetzt holen wir uns einen Grobian raus. Nee, Rabbit Peach. Rabbit Peach trifft den Grobian aus der Entfernung nicht, das ist gut zu wissen. Stopp, ich brauch Mario. Mario, dashen. Okay. Mario, du stellst dich dahin. Jetzt machen wir die Heldensicht an. Ja. Und schießen auf den Grobian und zwar volle Kanne. In der Hoffnung, es ist kein Crit. Ja. Er kommt angelaufen. Oh, das ist schlecht. Oh nein, der ist tot. Yes. Genau so wollte ich's. Hast du. Du hast Stoßschaden, Yoshi. Perfekt. Den brauche ich jetzt theoretisch. Wobei der Grobian kommt angelaufen und kriegt von Mario wieder eine mit, gell? Und zwar Honig. Yes! Zwei Grobian in einer Runde mit zwei Charakteren und Rabbit Peach kann einfach noch schießen. Der wäre raus. Ja, tun wir das doch. Ich hätte die Bombe runter zum Verteidiger schicken sollen, gell? Ah, ja, hätte Sinn gemacht. Das sieht immer noch besser aus, meiner Meinung nach. Egal. Dass Yoshi treffen kann, weiß ich, aber er hat nichts, womit er noch treffen kann. Oh, er kann dashen. Ich glaube, die Walküre wird einfach rausgedasht. Ich würde sagen... Nee, stell dich mal dahin, weil der Verteidiger könnte es schaffen, hochzukommen. Das kann ich jetzt ja nachgucken kurz. Mit dem Super-Duper-Tool. Nee, er schafft es nicht. Okay, dann ist es nicht so schlimm. Mal gucken, was die Walküre jetzt macht. Okay, zuerst sehen wir den Verteidiger laufen. Der jetzt wahrscheinlich nach oben schießen wird. Ja, ja, klar. Solange es kein Tittenschaden ist, ist super. Auch wenn er super Chance anhat. Okay. Weirdo. So. Jetzt. Lassen wir mal die Walküre sein. Kümmern uns um den Verteidiger. Bam. Bam. Ich weiß, dass der Verteidiger nicht der letzte Gegner ist, trotzdem stelle ich mich jetzt extra so offen hin.
Okay, er ist auf jeden Fall nicht tot. Kann Mario ihn hier... Mario kann ihn aber kaputt machen. Nicht mal, wenn ich einen Crit erziele, würde ich ihn rausnehmen. Und Mario kann ihn einfach direkt rausnehmen. Okay. Ah, er hat einen Hochsitzbonus, klar. Und Rabbit Peach kann jetzt was machen. Okay. Kann Yoshi vielleicht seine Granate dahin werfen? Ja, kann er. Er macht auch noch Schaden. Pam! Ja, ja, komm her, komm her, komm noch ein Stück mehr. Ja, perfekto. Mario? Mario kann nicht mehr schießen. Dashen! Yes! Wenn das kein Perfekt ist. Wenn das mal kein Perfekt ist. Also für mich war es perfekter Run. Wir haben mindestens zwei Züge unter... Okay, ein Zug unterm Limit. Okay. Bin ich aber total mit zufrieden. Mir ist klar, dass das Game schwerer wird. Darauf erstmal ein Schluck Volvic Wasser. Mm. Machen wir noch... Ja, komm. Noch ein Kampf. Läuft gerade zu. Was habe ich nur getan? Wario und Waluigi. Korrupte Karikaturen. Ich glaube, es war ein Fehler hinzugehen, aber allein, dass Waluigi einen Auftritt hat und Wario in dem Spiel, finde ich total cool. Und dann auch noch so. Waluigi ist der Dicke und Wario ist klein und dünn. Wobei, eigentlich müsste Wario jetzt richtig groß sein. So rein aus Gag-mäßig heraus. Dass das genauso die Körper getauscht haben, mäßig, ihr wisst es. Ihr wisst, Waluigi ist mein liebster Mario-Character of all time. Aus dem simplen Grund, er hat einfach noch kein eigenes Spiel bekommen und er ist einfach ein Meme. Smash Bros. Etc. Okay. Das könnte lustig werden. Besiege alle Gegner. Okay. Also es ist kein Miniboss, wir müssen alle besiegen. Dann wird das heute vielleicht sogar ein längerer Part. Dafür könnt ihr doch wenigstens mal einen Daumen hoch geben. Dafür, dass ich mich so sehr anstrenge für euch. Ja. Erstmal gucken. Stopp. Was können die überhaupt? Das ist Verfolger. Genau. Und das ist ein ganz normaler... Das ist Yoshi. Der kann mehrmals schießen. Na, das will ich nicht. Ich will den Grobian da nicht treffen. Ach, wobei, wenn ich darüber schmeiß. Nee, ich treffe den Grobian. Ob ich das will, weiß ich halt nicht. Das ist jetzt Rabbit Peach, ja? Okay. Wenn nicht, dass ich jetzt mit Mario davor laufe. Okay, nee, möchte ich nicht. Oh, ist das please. Ich kann 50% Chance, die zu treffen. Oder wir machen es halt oder wir holen halt einfach einen Dings raus. Komm, wir holen einfach den ersten Grobian raus. Warum nicht? Packen wir die Heldensicht an. Und böllern mit Peach auf den Grobian ein. Ja, ob Stoß jetzt super. Ja, war es. Perfekt. Der lebt noch? Wir können ihn rausnehmen. Perfekt. Bin zufrieden. Direkt zufrieden. Jetzt schon am Anfang. Dann müssen wir den Kauf nehmen. Oder ich probiere einfach mal einen normalen Schuss. Komm, in der Hoffnung, wir treffen. Ich weiß es nicht. Man kann aber Glück haben. Haben wir nicht. Sehr schön. Also nicht schön. So, Peach steht am freiesten. Die bekommt Super Bubble. Ich glaube, er braucht jetzt nichts, auch wenn er alles ausbauen kann. So, was macht ihr? Okay. Hat er 1000 Leben gehabt und der andere 800? Hui. Wobei, den könnten wir in einem Zug rausnehmen. Oh, der hat aber Schurkensicht angemacht. Also das heißt, wenn wir uns bewegen, werden wir direkt angeschossen. Und ob das so gut ist, weiß ich nicht.
Oh Gott. Schwerer Schlag, schwerer Schlag. Nee, wir sollten uns nicht bewegen. Oder wie weit reicht denn das von dir? Deine Schurken sich. So weit, dass ich ihn dashen könnte. Ohne Probleme. Mario, beziehungsweise Yoshi, dashen. Dann stell dich hier hin. Das ist nicht in der Range. Genau, das ist genau außerhalb. Rainbow Peach ist halt in der Range und das ist blöd. Deswegen schicken wir einfach mal eine Bombe dahin. Ja, direkt zu ihm mal. Weil dann geht seine Heldensicht auf die Bombe und nicht auf uns. Ja, aber eine Bombe ist immun. Ja, das weiß ich. Komm, jetzt smash ihn so richtig weg. Sehr schön. Schon mal seine Blockade ist weg. Jetzt kann Mario hier dashen. Oder hier vorspringen. Bin ich da in der Rage von irgendeinem Grobian oder so. Aber ich treffe ihn so nicht. Hier würde ich ihn zu 100% treffen. Hier auch, ne? Ne. Hier. Aber da stehe ich ja richtig offen. Nee, dann mache ich das. Dann gehe ich den Deal nicht ein. Mario stellt sich wieder einfach an denselben Punkt, wo er vorher stand. Einfach a Dash bloß. Ja, der Sprung ist jetzt unnötig. Egal. Egal. Peach kann ja noch dashen. Dahin sollten wir uns nicht stellen. Wie viel welche Range hat das? Ein Fail, ja. Peach stellt sich dann wieder dahin. Und schießt mal volle Kanne auf den drauf. Ah, sie kann nicht mehr schießen. Okay, Mario, komm. Ein Crit. Sehr schön. Luigi. Ein Crit, komm. Nein! Als ob! Oh, ich kann nichts machen. Ja, ich schütze meinen Yoshi. Und Heilung lohnt sich ab dem Zeitpunkt noch nicht. Okay, die kommen langsam gefährlich nahe. Oh, was? Den habe ich nicht gesehen. Oh nein. Bitte hab keine Auswirkung. Ja, die gehen eindeutig auf Mario. Nein! Oh, gut, ja. Okay, das heißt, wir zünden gleich die Heilung. Okay. Dashen, tot. Dashen. Oh, ich kann mich hier hinstellen. Yes, yes. Yes. Der ist tot. Der ist tot. Der Grobian. Der Grobian wird rausgenommen. Yes, yes, yes. Mhm. Und du da, Yoshi, schmeißt bitte mal... Oh, das könnte böse enden. Egal. Schmeißt einfach mal eine Granate direkt in Varios Gesicht. Pam! Stein! Du bist der Beste. Okay, ich kann mich ganz offen hinstellen. Wir können nämlich alle nichts machen. Also die drei halt. Mario, du musst auf den großen smashen. Und Honig, er kann sich auch nicht bewegen. Ja, nice. Weggedasht. Stelle ich mich da hin. Nice. Wir haben nämlich Steinschaden. Bei Stein können sie nämlich gar nichts machen. Okay, das heißt, wir brauchen auch noch keine Heilung. Nur er kann laufen. Er macht nichts. Was ist... Okay. Ja, also. Ich habe nichts gegen. Oh, Mario kann aber gar nichts machen. Oh, doch. Ich weiß, was Mario machen kann. Mario. Du musst jetzt richtig stark sein. Er schafft es sowieso nicht. Ich stelle mich trotzdem hier hin. Ja. Ich schieße jetzt auf Waluigi. Und das ist schlecht, dass es ein Crit war. Okay. Yoshi, dashen.
Okay. Stop. Rabbit Peach. Kommt auch hoch. So, der wäre weggedasht. Jetzt 200er IQ. Wir schicken eine Bombe zu Waluigi. In der Hoffnung, sie explodiert so mittig zwischen beiden. Zwischen Wario und Waluigi. Nee. Egal, aber wir können einen rausnehmen. Oh, vielleicht auch nicht. Ja, Hoffnung. Bitte, 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 komm, komm, komm. Yes, ein Crit. Sehr schön. Sehr schön. Tschüss, Waluigi. Ich werde dich vermissen. Richtig cool, dass sie den implementiert haben. Also mir gefällt's. Ja. Ich bubble die mal. Und vielleicht wäre auch eine Heilung angebracht, aber das jetzt... Nee, der braucht keinen. Der hat so viel. Und egal, was der jetzt macht, der ist nächste Runde tot. Ah, er schießt aber auf Yoshi. Okay. Oh, nee. Dann nicht so gut. Mario kann gar nichts machen. Gut, Yoshi, du tankst den Angriff. Nee, das ist ein Crit. Okay. Gut. 90 Schaden. Bitte, komm, mach ihn fertig. Wario, wir sehen uns irgendwann einmal. Dann Rabbit Peach dashen. Gut. Dann haben wir auch das geschafft. Oh, jetzt haben wir noch eine Katze. Schauen wir uns die doch mal an. Nicht besiegt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Egal. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs erneute mit dabei sein bei Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Tschüssi.